Hallo allerseits, hier ist wieder mal euer TTB zusammen mit TGN. Herzlich willkommen zurück in Resident Evil 4, meinem Profi-Walkthrough, Teil Nummer 23. Und da kräht was. Da kräht ein Haufen Raben. Und jetzt müssen wir erstmal hier nach draußen, weil die Tür, die geht nämlich leider nicht auf, aus irgendwelchen Gründen, da hängt ein Schloss dran. Ich bin mir aber sagen lassen, wenn man hier die TMP dabei hat, die Waffe hat die Eigenschaft, dass sie anscheinend durch die Tür durchschießen kann und das Schloss abknallen kann. Ist aber für uns auch relativ Wurst, denn das interessiert uns nicht wirklich. Was uns interessiert, ist das da hier. Zack, pling. Gut, das hat nichts gebracht, aber den kleinen Gem da oben, den können wir uns noch holen. Ja, also mal ein Punkt, wo die Raben überhaupt nichts bringen. Schade, schade. Gut, dann drehen wir uns jetzt mal um. Und gehen hier durch. Zack, Türe auf. So, was gibt's hier zu holen? Ihr habt vorhin gesehen, da war fröhlich auf der Karte. Da vorne ist es, so eine Türe. Durch die kommen wir noch nicht durch, da brauchen wir Ashley für. Dahinter versteckt sich etwas richtig, richtig Tolles. Was das ist, das sage ich jetzt noch nicht. Das sage ich euch später. Nur so viel. Es wird uns sehr, sehr viel Spaß bringen. Zuerst mal gehen wir jetzt hier looten. Da ist nämlich einiges an Kohle in diesem komischen Brunnen drin. Ah. Ich bin gerade mal zu einer nicht nachtschlafenden Zeit aufgestanden, hier irgendwie 20 Uhr abends aufgewacht und dann anzufangen, hier Videos zu machen und so und TGN zu organisieren. Nein, nein, heute mal richtig um 9 Uhr aufgestanden, gemütlich Kaffee aufgesetzt. Ich habe hier einen riesen Pott Kaffee neben mir und ich werde dann mal hergehen und mehr Resident Evil Videos machen. Und tja, die Frage ist, soll ich das Deus Ex Human Revolution Let's Play weitermachen oder nicht? So viele Leute haben es jetzt leider nicht angeschaut. Stellt sich mal die Frage, Projekt weitermachen oder nicht. Muss man mal schauen. Aber Resident Evil macht mir sehr viel Spaß, von daher, das wird auf jeden Fall fertig gemacht. So, was haben wir denn hier? Ein Irrgarten. Ist ja super. Schaue ich aus wie Cinderella oder was? Ach ja, Koffein in die Adern. Nun geht alles viel besser. Da ist eine Tür, da kommen wir auch nicht durch. Da brauchen wir nämlich einen Schlüssel für. Zwei Monde bilden einen. Na super. Na, was denn jetzt schon wieder? Oh, du schon wieder. Mr. Kennedy. Still alive, I see. Alive and kicking. Do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Das wundert mich nicht. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now if you'll excuse me, wenn hier jemand zur Hundefutter verarbeitet wird, dann bist du das, du kleiner hässlicher Mini-Korsar. Two rats. If one's Louis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Na dann, frisch ans Werk. Na, wem von euch ist aufgefallen, dass sich plötzlich die Shotgun, beziehungsweise die Pistole in den Shotgun verwandelt hat? Richtig. Naja, wie immer, es gibt Outtakes am Ende und nicht ohne Grund. Dumm-di-dumm. Hallo Hundchen. Komm, du Papi, komm her. Ja, das dachte ich mir. So, mach mal Pause da hinten. Böser Hund, keine Hundeknochen für dich heute. So, dann gehen wir mal hier rum. Da wartet noch ein Fass auf uns. Der Irrgarten hier, der kann ziemlich verwirrend sein, aber... Es gibt ein paar markante Stellen und wenn man die Karte immer fröhlich benutzt, dann kann einem hier eigentlich gar nichts passieren. Das einzige Nervige ist, dass man halt einfach lernen muss, wo die Hunde kommen und wo nicht, denn sonst beißen die einen in den Hintern. So, hallo Genosse. Hier, zack. Es ist wirklich erschreckend, wie viel diese Viecher aushalten. Das waren jetzt zwei Schuss mit der Sniper. Drei Schuss mit der Sniper, er steht immer noch auf. Ah, nach dem vierten Schuss bleibt er dann endlich mal liegen. Halt gut was aus, die Jungs. Also wenn ihr in dem Irrgarten unterwegs seid, mein Tipp an euch, Shotgun und nichts anderes. Das ist die einzige Waffe, die ihr in dem Garten brauchen werdet. Die Sniper kann man auch verwenden an ein oder zwei Stellen, aber was euch wirklich das Leben retten wird, ist die Shotgun. Man könnte es natürlich auch mit der TMP versuchen, aber da bin ich jetzt eher nicht so der Fan von. Ist auch hier mal aufgemacht noch, aus keinem Grund eigentlich. Oh, zwei Schuss für die Sniper, die nehmen wir doch gerne mit. So, jetzt gehen wir erstmal... hier ums Eck. Nein, das war das falsche Eck. Ich wollte eigentlich um dieses Eck hier gehen. Bingo.
Da gibt's nämlich ein Erste-Hilfe-Spray. Yay! Dummdi-dumm. Immer schön reinzoomen, so wie ihr seht. Der Irrgarten ist relativ linear. Ich würde euch empfehlen, die ganzen Sackgassen abzuchecken. Da gibt's entweder Munition, Erste-Hilfe-Sprays. In einem ist auch ein Secret versteckt. Also, wieder mal irgendwas, das Geld gibt. Hier kommt ein Hundchen runtergesprungen. Den schießt man einfach mal kurz weg. Dummdi-dumm. Mit der groben Kelle. So, die Präseten eingepackt. So, jetzt wird's schwieriger. Jetzt geht's hier erstmal rechts rum. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Da kam man gerade eben her. Ja, wie ihr schon seht, hier kann man sich ziemlich einfach verwirren lassen in diesem komischen. Boah, shit. Ja. Hab ich schon erwähnt, dass der Irrgarten ziemlich nervig sein kann. Vor allem was diese Viecher anbetrifft. Meine Güte, bin ich gerade erschrocken. Ich kommentiere das gerade eben nach und bin erschrocken wie ein Hund. Also im wahrsten Sinne des Wortes, von einem Hund erschrocken worden wie ein Hund, aber. Junge, Junge, Junge. Der Irrgarten, der ist. Buah. So, jetzt werdet ihr das zum ersten Mal mich was tun sehen, nämlich mein erste Hilfespray in diesem Spiel benutzen sehen. Ich habe bisher noch keins benutzt, soweit ich weiß. Nur Heilkräuter. Das erste Hilfespray, was ich bekommen habe im Spiel, schleife ich immer noch mit mir rum. Mal gucken, ob es bis zum Ende durchhält. So, hier oben gibt es das erste Mondsteinteil. So, jetzt könnte man hier runterspringen, aber da ist was. Diese Hundezwinger. Und der ist nicht ganz so stabil wie der andere. Wenn man hier drauf schießt, geht das Ding auf. Das, leider, was ziemlich nervig ist. Das Schöne ist, die beiden vier kommen diesmal nicht an. Das heißt, wir können die gemütlich abschlachten, so wie es ausschaut. Zack, zack. Ah, fertig. Sehr schön. Wenn die Viecher jetzt nicht gestorben wären, wären sie gerade eben mit einem Affenzahn über die Brücke gerast gekommen, wo wir hier gerade drüber laufen. Also, ja, mit Vorsicht zu genießen, macht keinen Spaß. An der Stelle hat es mich auch einmal erwischt. So, jetzt müssen wir mal hier rum und da ums Eck, da findet sich nämlich noch was, nämlich TMP-Munition. Nein, das war das Secret, sorry. Der rote Edelstein, yay. Den kann ich wieder in meine Maske einbauen. Man kann nie genügend Masken haben. So, jetzt gehen wir hier erstmal durch. Die Tür, die kann man auch aufkicken, die fliegt einfach aus den Angeln. So, ist uns aber egal, wir müssen nämlich hier rum. Und da wollen wir jetzt noch nicht hin, da will ich erstmal jetzt hier ins Eck rein. Denn hier gibt es die TMP-Munition. Wahrscheinlich irre ich mich jetzt wieder kolossal. Gucken wir nochmal. Ne, Shotgun-Munition gab es, okay. Und ein Hundchen gibt's. Und wo ein Hundchen ist, kommen gerne nochmal zwei. Ja, hier ist der zweite, der hat mich zum Glück verfehlt. An dieser Stelle, wenn die kommt, hinten stehen bleiben an der Kiste. Da habe ich den zweiten Hund total vergessen. Junge, Junge, Junge. Das ist halt so mit den komischen Kamikaze-Wölfen. Die kommen meistens im Rudel. So, jetzt gehen wir hier über diese Brücke drüber. Dummdi-dumm. Und dann gehen wir erstmal nach links. Hierdurch gibt es nämlich jetzt endlich meine TMP-Munition. Wehe, wenn das keine drin ist. Bitteschön. Meine heißgeliebte TMP-Munition. Und dann sind wir hier auch fast schon fertig im Irrgarten. Der Irrgarten, der dauert nicht wirklich lange, der dauert nur 10 Minuten, aber könnt davon ausgehen, dass ihr da drin ein paar Mal verrecken werdet. Hier geht's das Mondsteinstück. So. Und jetzt, meine Freunde, würde ich euch eine Brandgranate wärmstens ans Herz legen. Gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Einen Schritt. Na komm. Hallo Hundchens. Bums. Aua, auch nur jetzt wieder ein mit der Fleischpeitsche. Au, das tut doch weh, sowas. Jetzt ist aber Schluss hier. Mal Pause. Okay. Da hätten wir das doch glatt überlebt. Bin ich ja angenehm übergerascht. So. Kuckuck. Karte. Karte, sehr gut. Also nach da links müssen wir, das heißt hier hoch. Einfach hier runterspringen. Also wenn ihr den Laufweg folgt, den ich gerade gelaufen bin, hier in dem lustigen Labyrinth, dann nehmt ihr alle Goodies mit und vergesst nichts. So, hier durch, das Ding einsetzen. Messer scharf kombinieren, wo sind meine Schätze? So, hier, nein, den Mondstein, nicht mit dem Ziegenkopf. Hier rüber, zack. Und dann benutzen wir das Eimelchen hier. Und können durch die Türe durch. Schöne Sache das. So, nix wie rein. Mann, ist das hier gemütlich. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ha!
bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Wirst du wohl da bleiben? Ich wollte doch nur ein bisschen knuddeln. Komm zurück. Nein! Tja, damit ist Kapitel 3.2 abgeschlossen. Fünfmal fröhlich verreckt in diesem Kapitel. Das ist doch schon mal was. Mal gucken, ob wir noch die 100 voll kriegen. Jetzt ist aber erstmal Looten angesagt. Dumm, die dumm. Griechische Foren aus Byzanz, die wertvoll und bis dato ganz. was haben wir hier noch Schönes? Ein Himmelbett, an dem man leider nichts drehen kann. Aber hier haben wir noch eine Vase mit einem Spinell drin. Den nehmen wir doch mit. Gibt's hier irgendwas? Nö. Stampf, Stampf, Stampf. Hier gibt's nichts mehr. Da hinten gibt's noch, ja, eine Schreibmaschine. Na super. Hier gibt's auch nichts. Ach, Menno. Man sollte meinen, dass so ein reicher Schnösel eigentlich mehr Zeugs hat. Ein Zettel, da kann ich wieder mal meine Voice-Over-Künste probieren. Mal schauen, ob ich diesmal zu schnell gedrückt habe oder nicht. Ich hoffe, keiner geht darauf wetten ein. Oh, da hinten haben wir noch was, nämlich eine Vase. Hinter dem Verkaufshannes, aber da gehen wir nachher erst hin. Jetzt machen wir erstmal den Zettel. Weibliche Reindringling. Es scheint ein weiblicher Reindringling unter uns zu sein. Wahrscheinlich gehört sie zu Serah. Wir glauben auch, dass sie es war, die das indizierte Ei vor dem Schlüpfen des Parasiten aus Serah entfernte und ihn vor dem Eintreffen des Amis auf die Probe stellen ließ. Sie ist eindeutig auf die Probe aus. Wir müssen sie finden, bevor sie zu Serah Kontakt aufnimmt. Bestimmt aber sie niemals Auftrag. Wir brauchen sie lebend, um sie zu befragen. Sie müsste alle unsere Fragen beantworten können. Wenn wir sie haben, müssen wir uns um Serah keine Sorgen mehr machen. Wenn wir die Probe wiederbekommen, dann ist alles super. Spitzensache. Okay, dann gucken wir nochmal hier rein. Das war nochmal ein schönes. Geld. Geld ist super. Hier, sprich zu mir, komischer Kuttenträger. Verkauf mir was. Was gibt's denn Schönes? Aktualisiert? Was gibt's denn da Tolles? Nichts. Okay. Aber ich könnte meine Sniper wieder mal upgraden, damit die wenigstens wieder voll ist in der Muni. Das ist richtig verlockend, das machen wir doch direkt mal. Zack. Und dann können wir noch was einkaufen. Hoffe ich zumindest. Nö, der hat nichts für mich. Dann verscherbe ich ihm halt irgendeinen Schrott. Zum Beispiel meine TMP-Munition. Oder mal zwei Bankgranaten. Die eh kein Mensch braucht gerade eben. Ich habe eh zu viele Granaten dabei. Ich werde bald Inventarplatz brauchen, von daher. Ja, den Spiegel mit Perlen, den kannst du haben. Die Augen behalten wir mal noch, den Seitenkristall und die Spinelle können wir noch verkaufen. So. Ah, es gab noch ein bisschen Kohle, jetzt sind wir fast schon bei einer halben Million. Die brauche ich auch, die Pistole hier zum Beispiel upgraden, zum letzten Upgrade kostet irgendwie 80.000 oder so, also da ist es gut, ein wenig Geld auf der hohen Kante zu haben. Tja, gehen wir hier speichern, Kapitel 3.3, damit ist das Kapitel hier beendet und es ist Zeit für die Outtakes. Viel Spaß damit! Sitz! Ich hab doch Sitz gesagt! Tja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, empfehlt uns weiter und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, tschüsschen!